Willkommen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Flat freue ich mich, Ihnen heute ein Live-Trading der US-Session präsentieren zu dürfen. Der professionelle und zertifizierte Investment-Analyst Mark Pötter gewährt Ihnen einen Einblick in seine Indikatoren, seine Tools und seine Money-Management-Strategien. Bitte bedenken Sie, es kommt hoffentlich auch zu Live-Trades. Und sehen Sie die bitte nicht als Handelsempfehlung an. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht unbedingt der von FX Flat entsprechen. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen mitgebracht, denn davon lebt das Webinar, weil Marc hat sicherlich auch seine Themen, aber er würde sich sicherlich freuen, wenn der ein oder andere mal eine Zwischenfrage stellt und auch aktiv dabei ist. Ja? Ich übergebe das Wort an Marc und wünsche allen viel Spaß. Wolfgang, danke dir. Gerne. Noch den Bildschirm rüber, den brauche ich noch. Vielleicht sollten wir noch mal fragen, ob wir gut zu hören sind. Ich habe jetzt so einen Monolog gehalten. Ja, passt, super, sehe ich schon. Danke, Oliver. So, wunderbar, dann übertrage ich den Bildschirm. Ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte mich ganz kurz vorstellen. Mark Pötter, mein Name, seit 13 Jahren professioneller Trader. Ich habe eine eigene Firma mit Smart Markets, bin also nicht von FX Flat, von daher danke, dass ich hier immer wieder eingeladen werde. Bin Diplomkaufmann und zertifizierter Investmentanalyst und man kann mich auch von der einen oder anderen Veranstaltung kennen. Aber das genug zu mir. Wir wollen ja direkt mal in die Märkte reingehen. Wir haben nämlich einen massiven Ansturm gehabt, beziehungsweise von Käufern, kann man so sagen. Woher kam das? Das kam vor allen Dingen durch die positiven Daten, obwohl man jetzt für meinen Geschmack kann man jetzt eigentlich sagen, dass die Daten super positiv sind. Es ist einfach ein Stimmungswechsel, weil wir ja vorher mit der Rezessionsangst, eigentlich haben die Märkte so ein bisschen gespielt, ja, dass also alles dann doch schlecht wird und dass auch die Amerikaner in einen Wirtschaftsabschwung fallen. Ja, und das haben wir gerade hier, wenn wir das mal sehen, mit den Erstanträgen Arbeitslosenhilfe, sieht das natürlich ganz anders aus, weil also weniger sich arbeitslos gemeldet haben, als wir das jetzt hier im Vorfeld hatten und auch als, wie das die Experten prognostiziert haben. Dann und ein weiterer Indikator, der natürlich super wichtig ist, weil die amerikanische Wirtschaft lebt vom Konsum, sagt man typischerweise. Und da sind natürlich die Einzelhandelsumsätze eine gute Indikation. Und auch hier sehen wir, ja, dass die vorherigen, die waren negativ. Das war natürlich das Gespenst, dass sich das halt verschärfen konnte. Und jetzt sind wir sogar mit 1% Wachstum, obwohl man dachte, es wären nur 0,4. Also das ist natürlich richtig gut, muss man sagen. Und von daher ist das etwas, was doch mittlerweile top ist. Auch die Einzelhandelsumsätze hier, wie wir sehen, also auch positiv. Ne, das ist halt einfach wichtig. Also zumindest die Anleger schöpfen Hoffnung. Und letztendlich Kapital, sagt man immer, ist ein scheues Reh. Das heißt also, es geht schnell weg, kommt aber auch schnell wieder. Und genau das sehen wir halt auch da in den Kursen, dass dann auf einmal wieder alle sagen, oh, jetzt ist es doch nicht so schlimm. Jetzt müssen wir aber schnell mal auf den Zug wieder aufspringen und müssen unbedingt kaufen. Ja, und das ist exakt das, was wir jetzt hier auch sehen konnten. Ne? Es war ein richtig so ein Gap nach oben sogar, so, also zumindest so vom Kurssprung. Also hier hatten wir es genau. Hier haben wir es ein richtiges Gap nach oben im Nasdaq. Und da sieht man, wie sich so etwas wandeln kann. Ich zeige es nochmal vielleicht im großen Rahmen hier, wenn wir da aufs Tageschart gehen. Ne, da sehen wir, dass wir ja erst hier deutlich abverkauft worden sind. Ne? Hier seht ihr auch, dass der Smart Trend Indikator, den ich ja gerne nutze, auch gerade im langfristigen Bereich sehr, sehr gut funktioniert. Ne, der Abschwung wurde relativ früh erkannt, auf Rot umgestellt und dann bis hier unten hin. Und erst jetzt kommen wir langsam wieder, dass es dann wahrscheinlich vielleicht mit dem nächsten Tag oder übernächsten Tag dann auch wieder grün sein kann. So, wir gehen in die 5 Minuten. Ja, wir haben jetzt hier einen relativ starken Anstieg hinter uns. Wir müssen natürlich jetzt hier so ein bisschen aufpassen, weil natürlich nach so einem starken Anstieg, gerade auch wenn es Daten sind, kann es immer wieder auch korrigieren. Also das wäre nicht das erste Mal, dass man dass dann hier wieder komplett so ein Anstieg dann wieder zurück verkauft wird. Aber werden wir sehen, ob das im Prinzip gleich so ist. Wir werden gleich mal die Markteröffnung abwarten in 10 Minuten. Ne, und dann können wir gucken, dass wir uns da entsprechend positionieren. Ja,
grundsätzlich natürlich immer, wenn wir starken Einstieg haben, zeugt natürlich davon, dass halt das Vertrauen da ist. Und dann kann es natürlich auch mit sie weitergehen. Aber im Einzelfall natürlich immer so ein bisschen 50-50, gerade im Daytrading. Na, da ist das nicht so klar, wie das langfristig ist, dass man sagen kann, langfristig wächst die Wirtschaft, damit steigen langfristig die Aktienmärkte. So einfach ist das natürlich im Daytrading nicht. Deswegen sind wir ja auch hier in der höchsten Spekulationsklasse, in der höchsten Risikoklasse. So, wie gesagt, wir wollen nochmal hier die 9 Minuten abwarten. Ja, und dann kommt dann nochmal neue Marktteilnehmer rein um 15:30 Uhr, weil da dann die amerikanische Eröffnung ist. Also das Gleiche, was wir ja morgens um 9 haben, wo auch dann typischerweise die Volatilität etwas auseinandergeht. Im DAX übrigens sah das ist das große Bild, sieht uns deutlich schlechter aus, als wie wir das in den anderen Märkten haben. Ja, hier sehen wir es. Ja, da haben wir nämlich hier auch das tiefere Tief hier unten hin. Ja, also von daher tatsächlich den ersten Trendbruch haben wir da gehabt. Aber trotzdem, ne, ich meine, DAX zieht natürlich auch irgendwo den Amerikanern hinterher, beziehungsweise ich bin gar nicht mal so ein Freund davon zu sagen, dass die Amerikaner vorziehen und der DAX nachzieht, sondern es ist ja so, dass letztendlich große Kapitalgesellschaften, also die jetzt im Aktienmarkt anlegen, die sind ja weltweit investiert. Das heißt natürlich, die kaufen zeitgleich amerikanische Aktien, kaufen deutsche Aktien, kaufen französische Aktien und verkaufen die natürlich auch als zeitgleich. Also man kann nachweisen, dass in dem Moment, wenn große Investoren in China Aktien verkaufen, dass sie auch dann in anderen Ländern der Welt bis hin zu Brasilien sich entsprechend von Aktien trennen. Und deswegen hat man eigentlich so eine weltweite Korrelation von den Aktienmärkten, ja, dass die tendenziell weltweit es eher positiv aussieht, dass die Aktienmärkte weltweit steigen oder aber auch, dass die Aktienmärkte weltweit crashen bzw. abverkauft werden. Und ganz genau da kommt es. Also von da ist es nicht so, dass die Deutschen Amerikaner etwas nachmachen, sondern sozusagen das Gros der Anleger, die halt weltweit agieren, zeitgleich deutsche Aktien kaufen und amerikanische Aktien kaufen, natürlich in anderer Höhe vielleicht oder auch in anderer Intensität. Das kann immer sein. Also immer hier deutsche Aktien sind ja deutlich mehr abverkauft worden, zumindest im Verhältnis zum Aufwärtstrend vorher, als es bei den amerikanischen war. Aber trotzdem sehen halt die Tageskerzen tendenziell grün aus in allen Märkten und tendenziell rot aus in allen Märkten. Also von daher, das sieht hier im DAX sah das etwas schlechter aus. Wenn wir uns hier nochmal den Dow Jones anschauen und da mal auf das Tageschart wechseln, ne, da sehen wir, da war es nicht so, da haben wir das höhere Hoch gehabt. Ja, zwar hier ein kleines Zwischenhoch, was etwas tiefer war, aber wir sehen hier zu diesem Tief ist das Tief höher, was natürlich gut ist. Ja, also hier sind wir noch charttechnisch gesehen absolut im Aufwärtstrend drin. Und wir sehen ja auch, dass wir uns da relativ zügig sogar einem neuen Allzeithoch nähern. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist vor allen Dingen eine Marke für mich immer wichtig, wenn ich hier ein Fibonacci drauflege. Das ist hier die 23,6. Und das ist, wenn es dann doch wieder abverkauft wird, häufig die Marke, wo es dann dreht, gerade wo er über die 38,2 schon rüber ist. Das wäre so die erste Marke, wo es typischerweise drehen kann. 23,6, eine ganz wichtige Marke, also hier bei der 40.676. Also darauf kann man dann auch so ein bisschen achten, ob der Kurs tatsächlich da durchgeht. Und wenn wir uns das Ganze auch noch im Nasdaq anschauen, auch nochmal auf das Tageschart, ja, hier sehen wir auch, ne, hier war die Aufwärtsbewegung deutlich geradliniger, dafür auch der Abverkauf deutlich geradliniger, aber auch hier, ne, sehen wir, dass wir dieses Tief nicht unterschritten haben. Und das war halt auch schon mal gut. Und das heißt nicht, dass der Kurs nicht auch hier drunter gehen kann, dann steigen kann, aber von der Wahrscheinlichkeit, ne, von unserer Trendtheorie her, ist das natürlich hier sehr, sehr schön, dass wir da im Trend geblieben sind und dass die Aktien jetzt dann auch hoffentlich langfristig wieder weiter hochgehen. So, dann mal wieder auf die 5 Minuten, hier auch. Und hier im DAX wechsle ich auch zu den 5 Minuten. Jetzt haben wir noch 4 Minuten und dann
dann geht's los, dann kriegen wir vielleicht auch die ersten Impulse, in welche Richtung das gehen kann. Interessant, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für die Aktienmärkte. Wer hat sich Gold angeschaut? Gold ist hier auch erstmal abverkauft worden. Aus welchem Grund? Weil natürlich aus dem sicheren Hafen ist halt Geld rausgeholt worden und halt umgeschichtet worden erstmal in die Aktienmärkte. Ne, obwohl, Wahnsinn, das war nämlich eben noch nicht so. Das sind jetzt wahrscheinlich hier 5 Minuten oder sowas. Ich gehe mal eben auf die 5 Minuten. Ja, hier sieht man zwar 15 Minuten. Also starker Abverkauf, wird jetzt schon wieder ziemlich gut hochgekauft. Gold ja auch im Prinzip grundsätzlich eine richtig gute Anlageklasse, auch wenn es da keine Zinsen gibt. Aber gerade seitdem Institutionelle drauf sind, also seit 2000, ob wir so weit zurückkommen, weiß ich gar nicht. Monat. Ne, so weit kommen wir jetzt hier nicht zurück, macht aber auch nichts. Aber zumindest langfristig seit 2000, seitdem Institutionelle Gold für sich entdeckt haben, steigt halt Gold langfristig. Und deswegen also auch ein Asset, was ja dann in vielen Portfolios drin ist. Ich mache es jetzt mal eben wieder klein. Wir wollen uns jetzt hier auf die liquiden Indizes erstmal konzentrieren, oder ich zumindest. So, 2 Minuten haben wir noch. Und schon erklimmen Sie ein neues Hoch. Zumindest Dow Jones hier auf der linken Seite haben wir das ja. Eine Sache gucken, ich will mal hier diese erste starke Bewegung mal abmessen über das Fibonacci. Ja, aber dann haben wir natürlich von der Bewegung her so die erste Übertreibung, die dann hier oben bis zu 118 gehen kann. So, 6 Sekunden noch. So, da würde ich doch glatt mal probieren wollen. Und das war so eine starke Marktbewegung, die kann sich doch nochmal schon ganz gut korrigieren mit einem etwas weiteren Stopp hier oben. Wenn er denn hier auf die 508 kommt, Short reinzukommen. Ja, komm hoch. So. Und drin, schnell das Ein-Klick-Ticket wieder ausmachen.
auch hier irgendwie immer mit dem gleichen Risiko rein, weil er natürlich auch nach oben durchgehen kann. Das ist ja genau das, was wir wissen. Aber das sind natürlich für mich sind an diesen Extrempunkten ist es halt immer ganz interessant, halt einzusteigen, weil wenn er dreht und abverkauft wird, dann ist das natürlich eine ganz gute Gelegenheit. Schauen wir jetzt gleich mal. Das ist auch häufig, was wir dann zur Marktöffnung haben, dass es nicht direkt in eine Richtung komplett weitergeht, dass man dann da zumindest schon mal reinkommt. Aber möchte schon noch ein bisschen warten, bis er so auf der 495 ist. Also ich will jetzt nicht zu schnell da nachziehen. Jetzt sind wir aber schon deutlich tiefer. So, 81, so, jetzt ziehe ich nach. Und jetzt halt mal gucken, ob er tatsächlich fällt oder nicht. Das weiß man nicht genau. Hat einer von euch schon Trades gemacht? Also konnte einer von euch hier diese starke Marktbewegung zum Teil oder gänzlich mitnehmen oder so? Mich mal interessieren, ob da schon einer erfolgreich war. Das ist ja gar nicht mal so einfach, weil es dann doch relativ schnell geht immer bei diesen Nachrichten. So, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich raus. Ah, das war knapp. Jetzt aber, ja, okay. Na gut, dann soll er erstmal ein bisschen weiter steigen. Das geht ja mir immer darum, ich will mir ja immer eine Chance ausarbeiten, ne, wo ich sagen kann, da kann der Kurs erstmal drehen, aber dann tatsächlich dreht und fällt, das ist dann die andere Sache. Na, und DAX zieht auch weiter hoch.
Ja, noch aktuell tut sich hier nicht so viel. Nest zieht jetzt auch nach oben. Ganz interessant weiterhin, dass der Nasdaq, der Dow Jones so ein bisschen gegenläufig sind, zumindest kurzfristig dann. Na, hier die Kerze fällt, die Kerze steigt. Wann kommt die neue Kerze? Mal 1,5 Minuten. Das wird jetzt hier auch im Nasdaq wieder ganz interessant. Wir kommen jetzt hier im überverkauften Bereich von der Stochastik rein. Also grundsätzlich, gerade auch wegen der Daten und so, bin ich doch dran interessiert, hier vielleicht nochmal, ne, mit einem etwas engeren Stopp hier short reinzukommen, auf eine gewisse Gegenbewegung da zu lauern. Nochmal etwas größeren Zusammenspiel anschauen. Da sind wir jetzt hier auch über den starken Widerstand drüber. Da ist natürlich auch nicht so viel Widerstand in dem Sinne.
kurz hier auf die eine Minute. So, hier will ich mal rüberwechseln, weil mich interessiert mal. Ah, ich sehe es schon. Jetzt haben wir nämlich auch unseren roten, rote Kerze. Will ich mich dann doch jetzt nochmal short einsteigen. So. Ja, Stop Loss ist jetzt hier über dem grauen Bereich. Also einfach jetzt ganz normal über den Indikator eingestiegen. So, hier will ich mal wechseln auf die 5 Minuten. Jetzt kurz gucken, wie da die Kerze aussieht. Kann man nicht so viel sagen. Ah, hier ist schade. Da will er anscheinend dann doch wieder rauf. Aber warten wir nochmal ab. Noch sind wir im Spiel mit dem Trade. Bin ich drin. Na, auch hier von unserem anderen Indikation hier sieht jetzt eigentlich alles ganz gut, zumindest also jetzt im 1-Minuten-Chart, ja, nicht 5 Minuten, natürlich dann auch sehr stark grün, das ist logisch.
Jetzt gucken wir mal, ob wir dann doch noch jetzt ein bisschen mehr fahren. Jetzt so viel brauchen wir ja gar nicht. So, jetzt muss der Dow Jones mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass wir hier durch diese alte Unterstützung gut durchkommen. DAX lässt sich hier oben anscheinend nicht beirren, hier auf der rechten Seite, aber gut, will ich auch jetzt nicht handeln, da liegt die Vola dann im Regelfall von amerikanischen Indizes etwas besser. So, will ich nochmal umschalten und jetzt kurz gucken. Na gut, aber die Kerzen deuten jetzt hier erstmal nicht auf eine Umkehr hin.
jetzt auch hier nochmal abmessen. Gleiche, was ich auf der linken Seite auch gemacht habe. Zum Beispiel hier unten zum Anfang der Bewegung bis hier zu einem ersten starken Anstieg. Das will ich genau in den Plan nehmen und messen. Ja, dann wird es doch jetzt interessant hier, dass wir doch nochmal einen Abverkauf sehen können. Auf die Uhr 52. 3 Minuten bis zur nächsten Kerze. Warte, jetzt nur ganz kurz. Aber das ist etwas, was ihr immer ganz gut machen könnt. Nur, dass halt, wenn ihr so einen starken Impuls seht, der hier unten startet, der bis hier oben geht, da einen Plan drauf und dann ist die 118% häufig, ne, nicht immer dann erst ein sehr starker Widerstand. Das haben wir ja auch im Zipir gesehen. Ne, wird nicht immer exakt so sein, dass er hier dran geht und runter, aber ne, jetzt hier ist er auch schon mal sehr schön gefallen bis zu 100%. War ja auch hier schon mal drin gewesen. Schade, dass er mal das höher hoch gemacht hat, dass ich damit erstmal raus bin, hier nochmal neu rein bin. Aber das macht ja nichts. Geht ja darum, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt für euch, was ihr einfach mal ausprobieren könnt. So, jetzt muss er auch mal langsam. Jetzt sind wir hier auch lang genug in so einer Seitwärtsphase, wo die roten Kerzen sind jetzt hier. Ich hoffe mal, dass er jetzt mal nach unten durchgeht. Das zieht und zieht.
noch mal schön weiter hoch hier. Hier war mal ein Nester gemacht, also tatsächlich also gar kein Rücksetzer mehr. Und jetzt sind wir auch hier von der 118 schon, ne, wo zwar erst ganz gut abgeprallt ist, bis hier unten hin, um 15 Punkte, aber jetzt zieht er und zieht er. Ich kam jetzt um 16 Uhr noch Daten. Ich meine nicht. Ich gucke mal eben. Ne, 16 Uhr kamen keine Daten mehr. Fast. Ansonsten eine 16 Uhr auch schon mal ab und zu schon sehr, sehr wichtige Daten. Na ja gut, ich hatte eben schon so innerlich so ein bisschen überlegt, ob ich irgendwo jetzt nochmal nachspielen sollte. Wäre so im Nachhinein, wäre es ja im Prinzip aufgegangen, habe ich nicht gemacht. Aber zumindest, also hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, dass der Nestrik tatsächlich so einen Druck nach oben hat, dass der Minutenkerze, 5-Minutenkerze ohne Rücksetzer weiterläuft. Ist natürlich langfristig für mich gut, weil ich halt einige Tech-Werte habe langfristig, aber jetzt im Daytrading hätte ich das eher jetzt im Prinzip anders eingeschätzt. Aber wie gesagt, das macht ja nichts. Ich habe ja eine Position, die läuft schon mal und das ist schon mal ganz gut. Dann sind wir jetzt auch nochmal 0,7 eher vorne. Wir haben hier ein Risiko gehabt von 228, waren jetzt eben schon 140 vorne. Da möchte ich jetzt auch hier den Trade entsprechend auf Null absichern. Weil jetzt haben wir, also selbst wenn der jetzt hat er zumindest auch von den Kerzen hier ausreichend, wo er hier was schwanken kann, ohne dass man da im Marktrauschen direkt rausfliegen sollte. Aber jetzt sollte halt auch entsprechend, wenn er denn weiterfällt, auch dann entsprechend weiterfallen.
Ein Teilnehmer schreibt, die FIBO Extension waren wohl auch da in seinem Ansatz da bei gestern 19 Uhr. Super. Hast du die eingezeichnet jetzt hier im Dow Jones oder im Nasdaq? Also Nasdaq, drauf gucken zusammen. 19 Uhr, müssen wir ein bisschen rauszoomen. Hier drauf. Ne, hier, ne, wahrscheinlich die 17:30 wahrscheinlich dann. Oh, wahrscheinlich nicht mal so. Okay, und dann haben wir hier oben, also noch jetzt mit der Planerweiterung, ist dann hier oben drauflege. Mein Tipp, so was du vielleicht gemacht haben könntest. Und dann kommen wir jetzt hier oben in 018. Ja, genau. Also von daher könnt ihr jetzt, also von dem Plan her, schöner Plan auch, hier oben tatsächlich erstmal drehen. Ich lasse mal den dann hier drin. Den raus. Na, und tatsächlich, ja, sehr schöner Plan. Und hier oben dreht er sogar erstmal. Genau, klasse, ne? Das ist das, was ich meinte, dass man das selber einfach für sich ein bisschen ausprobieren kann, ne? Und siehe da ganz genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir uns 18 wieder, obwohl wir so einen starken Aufwärtstrend haben, ist das zumindest erstmal wieder der starke Widerstand, wo der Kurs erstmal ein bisschen abverkauft wird, ne? Wenn wir einen sehr starken Aufwärtstrend haben, dann können wir nicht erwarten, dass der Kurs jetzt bis ins Bodenlose fällt, ne? Wenn wir Glück haben, tut er das sonst nicht, ne? Aber zumindest sehen wir, dass wir damit tatsächlich Übertreibung häufig, ne? Nicht immer, aber schon mal so ein bisschen abgreifen können und tatsächlich damit auch so ein bisschen abmessen können. Dow Jones fällt weiter, ist schon mal gut. Jetzt sind wir ein R vorne. Na, interessant wird es natürlich hier irgendwo, also bei der 61er Marke dann. Und typischerweise, ja, würde halt dieser Anfang hier von dieser starken, also von den News abverkauft werden. Also dann bis zur 38,2. Mein TP liegt ein bisschen höher, weil wir den Kaufkurs brauchen, ne? Also nicht, dass er da hier mal kurz davor geht, rumdreht. Deswegen habe ich den TP ein kleines bisschen hochgeschoben. Und das wäre nun natürlich dann das Optimale. Dann hätten wir knapp drei, ja, dann hätten wir ziemlich genau 3R. Also, die dreifache Risikoeinheit verdient. Aber ich würde jetzt mal probieren, ob er noch ein bisschen weiter fallen kann jetzt hier. Okay, dann haben wir das für heute durch. Jetzt schon wieder 4:05. Wie gesagt, Trades sind jetzt alles, also weit drin. Wie gesagt, ich werde jetzt hier im Nasdaq jetzt erstmal nicht mehr einsteigen. Ne, Dow Jones Trade läuft und dann mal gucken, wie er läuft. Wir haben ihn abgesichert. Ich habe gesagt, ne, wo es interessant wird, damit als erstes Ziel eventuell rauszunehmen bei der 61, ne, oder ich probiere darauf zu spekulieren, wenn er durchfällt, dass er dann hier unten zur 38,2 geht. Ne, dass ihr also auch da Bescheid wisst, falls ihr den Trade mitgemacht habt. Und dann von meiner Seite, wie immer, vielen Dank, dass eine, sag mal, treue Guckerschaft hier mit dabei ist, alle zwei Wochen. Freue mich darüber immer und wünsche uns, dass der Trade weiterhin gut läuft. Und freue mich, wenn ich euch im nächsten Webinar wiedersehen kann. Wolfgang, danke auch dir von FX Flat und auch dir wünsche ich einen schönen Nachmittag. Ja, Marc, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Ja, war wieder mal recht interessant und der Trade scheint ja wirklich gut zu laufen. Insofern wünsche ich allen Teilnehmern
einen angenehmen Tag und viel Erfolg beim Handeln. Ciao. Tschüss.